Alter, ausbeschleunigen. Alter, wer ist da ganz vorne? Das ist dieser Jo-Dings. Der ist ja absolut weg. Ich komme hier nicht vorbei. Okay, gleich zwei geholt. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Forza Horizon 5, Folge 30. Wir sind noch auf dem Weg zum Razer TS. Wir haben jetzt 13 Punkte, schon über die Hälfte, das ist schon mal ganz nice. Wir machen jetzt auch noch eine Meisterschaft und zwar machen wir jetzt diese Meisterschaft hier. Na, da lohnt es sich, glaube ich, sogar wieder zum Festival zu gehen. Oh, Tatsache, nice. Ich muss noch die Schnellreisetafeln da alle abfahren, damit das umsonst ist dann. Und wir brauchen noch 400.000 Geld. Bei nächster Gelegenheit. Ja, ich fahre jetzt kurz damit hin. Ist ja jetzt nicht so weit. Und dann machen wir das. Ja, dann machen wir das, ne? 1,4 noch. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja, ganz so schlecht leckt er ja auch gar nicht, ne? Das ist schon ganz okay. Rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Gibt's hier irgendwas bei der Schwierigkeit? Du hast dein Ziel erreicht. Sonst würde ich es nämlich hier näher runterstellen dann. Ah ne, auch sehr erfahren. Reich im Rennen, sehr erfahren den ersten Platz. Okay. Na gut. Da oben beide. Und hier wenigstens. Ich habe hier den BMW M5 von 1988. Fantastisch. Sehr erfahren. Das ist... Ja, muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wie der ist. Schwierigkeitsgrad ist auf sehr erfahren. Wie gesagt, kann ich nichts dran machen. Also. Ja. Was haben wir hier? BMW M3, MB, Volvo. Na gut, schauen wir mal, wie wir ankommen. Oh Gott. Oh mein Gott, das wird glaube ich nicht ganz so nice. Oh weia, okay, die gehen schon echt ab. Nach der ersten Runde. Aber. Boah, Jongose auch wieder da vorne. Der Kollege. Jo, okay, er kommt einfach von hinten wieder ran. Natürlich auch toll. Er klingt ganz geil, muss ich sagen. Aber die KI hier auch gar nicht so schwächelnd unterwegs. Mal die Türe zu. Die beiden jetzt ziemlich weit vorne schon. Das muss ich jetzt ändern. Damit wir hier auch was holen. Nochmal 5 Punkte sind wichtig und richtig. Ja. Man kann ja halt. Das ist auch nicht einfach zu fahren, muss ich auch leider sagen.
macht Spaß, aber ist, gerade wenn man im Hinterkopf hat, man muss gewinnen, ist das jetzt nicht unbedingt nice. Aber mit dem Manöver sollte sich alles ändern. Wir sind jetzt innen neben Sirwand. Er setzt sich vor uns und haut ab erstmal. Brav geschaltet. Das bringt auch Jongose wieder vor mich, der mich natürlich in der Kurve jetzt auch blockt. Kommen wir aber wieder vor ihn. Und jetzt müssen wir noch den Sirwand irgendwie klatschen. Ja, das war mir klar. Ja, ganz klar verpasst, mein Fehler. Eine Runde ist noch da. Also, ja, 1,29,9. Jetzt haut er mir ab. Okay, hier ist er vom Gas gegangen. Interessant. Ich komme jetzt trotzdem nicht wirklich an ihn ran. Okay, jetzt sind wir da. Der kommt wieder besser weg. Hat auch eine gute Karre, ne? So, jetzt in unsere Chance. Verpasst. Aber früh aufs Gas. Und hier in. Jawohl! Und nur noch nach Hause fahren. Dann sieht es schon mal ganz gut aus. Passt, alles super. Okay. Das war jetzt relativ knapp tatsächlich sogar. Hier ist die KI echt stark. Oder ich bin sehr schwach. Are you on PC? Schreibt that Dude King J. Yes, this is PC, but this is a German livestream. So if you cannot speak German, you are in the wrong livestream. Schön. Immer die Typen, die einfach was in den Chat schreiben, irgendwelche Englischen. Wenn du Deutsch sprechen solltest, kein Problem, herzlich willkommen. Aber this is a German Twitch channel and I'm making videos for a German YouTube channel, so I'm speaking German. Sorry. Okay. Dann machen wir weiter. Hier haben wir noch was. Da komme ich auch gleich wieder hier vom Festival schnell dahin. And yes, this is PC on maximum graphic settings. This is very important. Right. So, weiter geht's. Das ist auch schon wieder weg. Finde ich schön. So ein Schild, das nehme ich mal kurz mit. Liegt ja auf dem Weg. Bei nächster Gelegenheit enden. In 100 Metern scharf links abbiegen. Nice, eine Schnellreisetafel, damit dürfen wir das nochmal um $200, glaube ich, gesenkt haben oder so. Auf jeden Fall ein bisschen was. So. Ich wollte am besten auch in dieser Folge das wieder durchhauen. Das sind jetzt lauter XP-Tafeln, Mensch. Das nehme ich natürlich mit for free hier, ne? Wenn wir die Karre haben, dann will ich auch erstmal wieder. Oh, noch eine Tafel, geil.
Da muss ich mich jetzt auch wirklich erstmal um die Haupt-Events kümmern. Der Kolossos beispielsweise, der steht an. Wir haben hier nochmal was gerade gehabt. Irgend so ein grünes Ding. Baja, war das das? So, da haben wir schon mal 15 Tafeln. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Noch eine XP-Tafel. Du hast dein Ziel erreicht. Und das zweite Rennen. Let's do this. Let's do this. Ja? Yeah? So, zack. Und los. Wir müssen gut wegkommen. Ich weiß nicht wie, aber... Okay, wir haben schon mal keine Position verloren. Haben natürlich jetzt aber wieder einen großen Abstand nach vorne, leider. Wird jetzt schwierig, wieder Anschluss zu finden, natürlich. Oh Gott. Oh weia, das wird ja sehr schwer. Ja, was ist das denn? Ist das Schnee oder was ist das? Das ist doch kein Sand. Oder ist es ein Texturenfehler? Sehr wichtig. Ja, das ist so schon breit, das trifft sich sehr gut. So, vorbei. Das Schalten, Mensch. Okay, sieht aber soweit erstmal gut aus. Okay, na, jetzt sind wir schon erst an der Hälfte des Rennens. Perfekt. Diesmal passt es auch ganz gut. Aber nett, so eine Sandpiste. Das ist ja echt eine coole Region hier, meine Güte. Jetzt kommen sie wieder näher. Das ist jetzt ziemlich beschissen. Die muss ich blocken, es sei denn, ich kriege jetzt noch ein bisschen Speed drin. Ja. Jetzt steckst du zurück, würde ich sagen. Da haben wir den zweiten Sieg und damit brauchen wir nicht mal mehr zu gewinnen im letzten Rennen. Dann können wir auch Zweiter, Dritter werden. Dann soll das punktetechnisch eigentlich noch passen. Aber ich denke mal, der Jon Gose wird das wieder gemacht haben. Der dürfte auch jetzt mit 30 Punkten nur 10 Punkte zurückliegen. Das heißt, so viele Plätze dürfen wir auch gar nicht verlieren im letzten Rennen. 5 ist wohl deine Glückszahl. Ja. Aber vermutlich wirst du hier nicht aufhören. Nee. Gar keinen Fall. Aber 14 Minuten machen wir das letzte Rennen auf jeden Fall noch. Überspringen wir mal 100.000. Sehr gut. Da kommen wir an die 2 Millionen dran. Da muss ich das auf jeden Fall holen, erstmal das Haus. Mit dem Geld. Sollte gar nicht mehr so viel fehlen tatsächlich auch, ne? Ah, ein bisschen was noch. Keine Wheelspins nochmal. So. Das letzte Rennen ist gar nicht so weit weg hier, oder? Okay, da ist er wieder da oben leider.
Hier sind auch noch so viele Felder. Hier sind noch 3, 4 in der Nähe. Mensch. So. Schnell, schnell, schnell. Das Rennen machen wir noch. Dinger muss ich einfach mitnehmen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Haben wir später weniger zu tun. Eine richtige Wüste, ist ja echt richtig nice. Hier war ich ja noch relativ selten in der Region. Okay. Nicht bekommen. Sammle erst 3 Tafeln ein, würde ich sagen. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. In 100 Metern. Weil die sind hier wahrscheinlich irgendwie standmäßig irgendwo, oder? Die liegen doch nicht einfach hier irgendwie, ne? Ist da oben, oder? So. Ah, leider. Das sollen wir wohl mit der Karre noch hinkriegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Okay, haben wir auch. Ja, machen wir erstmal das Rennen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja. Passt. Dann haben wir das auch erstmal erledigt. Dann gucken wir mal, was wir noch an Punkten brauchen. Zur Not muss ich mir jetzt halt doch so einen Truck kaufen. Ich hoffe, der ist nicht so teuer. Ist dann so. Was ist das hier für eine Strecke? Die ist ja die ganze Zeit auf diesem Spielplatz, ja? Rausbeschleunigen. Alter, wer ist doch ganz vorne? Das ist dieser Jo-Dings. Der ist ja absolut weg. Ich komme hier nicht vorbei. Okay, gleich 2 geholt. Nicht zu weit außen treiben lassen. Rum da. Der Servant und da vorne wird der andere sein, aber wir haben genug Punkte Vorsprung. Theoretisch reicht diese Position. Weil Siege wäre natürlich trotzdem nice, sage ich auch ganz ehrlich.
Er ist ja absolut gone. Wow. Nicht mich aufhalten, du Wichsgesicht, Alter. Ja, ist der Typ. Na ja, klar. Komm. Das wird, sag ich dir ganz ehrlich, sehr, sehr schwierig, da noch anzukommen. Also mehr, der ist ja noch weiter weg als vorher. Hose. My friend. Nee, okay. Den können wir vergessen. Der ist weg. Jetzt müssen wir nur unseren Platz noch verteidigen gegen Cooler Wave. Die Runde war sogar schlechter als die erste, trotz Start. Der misst ja immer erst ab der Ziellinie, nicht ab der Startaufstellung. Macht es natürlich schon Sinn. Er baut seinen Abstand auch noch aus. Ne? Also er wird dieses Rennen gewinnen, aber soll er machen. Punktetechnisch wird er keine Chance mehr haben. Wir werden die Meisterschaft gewinnen. Boah, der Typ hat auf jeden Fall sein Rennen gefahren, muss man ja sagen. Aber zweiter Platz reicht auch für den Meisterschaftssieg. Und damit weiteren 5 Punkten für unsere Saison. Und den neuen Wagen. Ja, Rose, Glückwunsch an dich. Wir bekommen hier den F-Type R-Coupé und natürlich einen weiteren Wheelspin mit hoffentlich ordentlich Knatze. 30k, naja, besser als nichts, würde ich sagen. Und wir sind mitten im Sandsturm und ja, damit auch beim Ende dieser Folge. Wir haben jetzt bereits 18 Punkte, das heißt, wir brauchen noch 6. Okay, also eine Saison reicht da leider nicht aus. Wir könnten ein Battle Royale mal probieren und wir können fotografiere einen Van oder Pickup. Ja, aber okay, wenn du glaubst, das passt noch Motiv, dann mach ein Foto. Aber wo ist denn Guanajuato? Das wäre ganz nett zu wissen. So, schließ auf 30 oder besser ab, wäre man hier. Hier hätte man noch so eine Schatzsuche. 3 Punkte. Ich habe das Horizon Finanzteam nach einem Bonussystem für Fahrer gefragt und sie haben irgendwo eine Schatztruhe versteckt und ein Rätsel hinterlassen. Löse es für den nächsten Hinweis auf das Versteck. Ja, aber was denn für ein Hinweis jetzt? Immer langsam mit den jungen Pferden. Achso, Schatzhinweis. Verdiene 10 Sterne durch PR-Stunts. In einem beliebigen Mustang.
Okay, nee. Was hätten wir hier noch? Koop-Meisterschaften. Hier hätten wir noch die hier und dann bräuchten wir halt noch einen Punkt. Mal hier noch den Blitzer. Den da mit einem 900er Nissan haben wir aber leider nicht. Egal, wir machen nächste Folge weiter. Freunde, danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.